Moin moin und hallo, ich bin der Xanatos und ich werde euch heute zeigen, wo ihr in Destiny auf dem Planeten Erde die 5 Truhen finden könnt, die dort versteckt sind. Bitte nehmt zur Kenntnis, ich habe nicht alle Truhen aufgenommen, bevor ich eigentlich wusste, was überhaupt damit los ist. Deswegen sind die meisten Truhen in diesen Videos nicht mehr zu sehen. Also wir befinden uns auf der Erde, im freien Spiel, im Patrouillenmodus, laufen ganz nach rechts auf die Karte, dort wo wir in dieses Gebäude mit der Treppe reingehen. Und hier auf dem Tisch steht normalerweise eine Truhe. Wie gesagt, ich habe sie offscreen leider schon eingesammelt, deswegen ist sie nicht da. So, das ist jetzt in der Mission das dunkle Innere. Das ist das Gebäude, wo ihr das erste Mal eine Hexe bekämpfen müsst. Die gibt es auch hier noch zu sehen. Allerdings in der natürlich schwächeren Feinspielvariante. Und ja, während ich mich hier durch die ganzen Gegner kämpfe, bin ich einfach mal nicht. So, ich glaube, das war's auch schon. Genau, der Trick dabei ist, die Truhe ist da oben drauf. Also springt am besten noch auf einen Container davor und dann aufs Dach oder gleich darauf, so wie ich. Und hier hinten in der Ecke steht Truhe Nummer 2. So, das ist wieder im Patrouillenmodus. Ihr müsst euch einfach auf dem Weg zur verlorenen Küste begeben. Das ist die Region mit dem ganzen Schiff, Wracks, die da rumliegen. Und auf dem Weg zur Kiste kommt ihr an dieser kleinen Höhle da vorbei. Und die ist eigentlich recht schwer zu übersehen. Also ich habe sie gleich beim ersten Mal gefunden, habe mich gewundert, was da drin ist. Oh, cool, eine Truhe. Ich wusste ja nicht, dass es davon nur 5 gibt. Und dass die auch nicht respawnen. Ja, ihr seht schon, ist ein bisschen tricky, da reinzukommen. Vielleicht bin ich auch einfach nur doof. Kann ja auch sein. Und hier dann in der Höhle selbst drin befindet sich Truhe Nummer 3. So, ich bin gerade aus der Höhle raus und wir gehen gleich weiter zu Truhe Nummer 4. Die, da musste ich nachgucken. Also, wer die von alleine gefunden hat, Respekt. Also, da gibt es einige Truhen. Bungie hat die richtig gut versteckt, meiner Meinung nach. Zumindest manche. Und ja, ihr fahrt einfach bis zur Küste selbst und fahrt einfach weiter. Haltet euch links, saust übers Wasser und dann am Ende steht da die Truhe. Ganz einsam und verlassen bei den Steinen rum. Und wenn der Sparrow hier nicht im Weg gewesen wäre, hätte ich das alles schon schneller eingesammelt. So, mach auf. Aha, einen neuen Gleiter. Schreibt ruhig mal in die Kommentare, was ihr in den Truhen findet, denn das ist ja immer unterschiedlich. So, und jetzt zur letzten Truhe auf der Erde. Wir sind in der Strike-Mission, die Höhle der Teufel. Bei dem letzten Endboss, das ist diese Sepik Prime oder wie er hieß. Dieses riesen lila Auge. Geht einfach nach rechts. Springt runter unter diesen Steg. Und ganz hinten rechts in der Ecke sollte Truhe Nummer 5 stehen. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen.